Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir ein kleines Tool vorstellen, mit dem du ja deine Videos für YouTube noch besser optimieren kannst, sodass ja sie besser gefunden werden. Und ich möchte auch zeigen, wie du das Tool einsetzen kannst, um ja schnell deine Konkurrenz zu analysieren und neue Keywords etc. herauszufinden. Das Tool nennt sich vidIQ und vidIQ ist im Prinzip nichts anderes wie ein Online-Service, welchen du zur Analyse und Optimierung deiner YouTube-Videos einsetzen kannst. Ja, die Installation des Programms ist relativ einfach, erfolgt über den Google Chrome Browser. Da gibt es eine Extension, also kannst du über die Erweiterungen hinzuladen und kannst dann damit arbeiten. Ich nutze persönlich die Basisversion. Man kann aber auch hier Upgrade machen und hat dann dementsprechend noch deutlich mehr Tools und Analysemöglichkeiten. Okay, und ich möchte jetzt in diesem Video einfach kurz zeigen, wie ich vidIQ einsetze, was vidIQ ja kann und welche Funktionen ich da sehr gerne nutze. Und das machen wir jetzt einfach mal anhand von dem Beispiel Geld verdienen. Wenn du auf YouTube gehst und in die Suchfunktion Geld verdienen eingibst, dann siehst du hier gleich auf den ersten Blick im rechten Kasten, wird dir schon gleich ein grober Überblick zu dem Keyword beziehungsweise zu dem Suchbegriff dargestellt. Auf der linken Seite siehst du dann die ganzen Videos und siehst auch hier sofort, wie viele Subscriber zum Beispiel der Kanal hat, auf dem das Video eben erschienen ist. Ja, also du siehst dann hier zum Beispiel 34.258 und du siehst noch eine weitere interessante Angabe, und zwar ist es die Like-Dislike-Ratio, das heißt das Verhältnis von den Leuten, die positiv zu negativ gestimmt haben. Und je mehr das Ganze im Grüne ist, umso positiver ist das Verhältnis. Genau, dann siehst du, wie gesagt, hier auf der rechten Seite einmal einen groben Überblick zum Suchbegriff. Du siehst durchschnittliche Anzahl Views, durchschnittliche Anzahl Subscriber zu diesem Begriff, durchschnittliche Anzahl, durchschnittliches Alter. Du siehst den Top Creator in diesem Bereich. Und ein weiterer wichtiger Hinweis ist der Keyword Score. Das heißt, du siehst einmal hier das Suchvolumen und du siehst den Competition Score, also wie stark deine Konkurrenz dort ist. Und je mehr die Balken oder die Zahl im roten Bereich sind, desto schwieriger wird es halt. Also wenn du jetzt hier im Search Volume nahe am Roten bist, dann heißt es, dass das Suchvolumen halt geringer ist wie im grünen Bereich. Und bei dem Competition Score ist es halt so, je mehr es im Roten ist, desto schwieriger wird es mit einem kleineren Kanal dann halt auch zu ranken und ein gutes Ranking-Ergebnis zu erzielen. Des Weiteren siehst du darunter dann nochmal ähnliche Suchanfragen und die Top-Keywords, und das spart dir halt natürlich super viel Zeit, weil du ja sehr, sehr schnell auf einen Blick sehen kannst, was für Keywords werden hier noch verwendet und welche Keywords sind denn Top-Keywords innerhalb dieses Suchbegriffes. Wenn du das Upgrade machst, hast du dann sogar noch mehrere Keywords, die du angezeigt bekommst, und die kannst du dir immer dann über dieses Symbol einfach auch kopieren und hast somit dann auch gleich relativ schnell gute Keywords gefunden. Genau, dann hast du hier noch die letzte Suche, die meistgenutzten Tags. Und jetzt zeige ich dir, wie ich es dann in der Praxis nutze, einmal anhand von diesem Video. So, du siehst hier, wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein Video einfach aufgerufen, hier aus dem Bereich. Und jetzt sehe ich hier auf den ersten Blick bei dem Video, also die Angaben zum Kanal, durchschnittliche Subscriber pro Tag, durchschnittliche Views pro Tag, Subscriber insgesamt etc. Und ich sehe hier unterhalb, welche Tags für dieses Video vergeben wurden. Das heißt, ich kann jetzt sofort auf einen Blick sehen, welche Tags der Produzent des Videos hier quasi verwendet hat, und kann jetzt über diese Klammer
das Ganze in den Zwischenspeicher eben kopieren und kann es dann in eine Textdatei machen oder ich kann es mir einfach als CSV direkt exportieren. Ich sehe auch, welche Tags der Channel, also der Kanal im Prinzip hat. Und habe so die ersten Ideen für neue Keywords oder Tags, die ich in meinem Video verwenden kann. Und ich sehe hier hinter mit der 1 auch, wie das Video zu den einzelnen Tags dann rankt. Ja? Also zumindest die, wo ein Ranking halt eben da ist. Und das ist eine super Sache, weil es ja auch unheimlich viel Zeit spart. Das heißt, du könntest dir das jetzt hier kopieren in eine Textdatei und dann die für dich relevanten Keywords einfach behalten und den Rest dann auch rauslöschen. In der Praxis hast du dann noch die Möglichkeit, und das ist jetzt ein Video aus der Bearbeitung, du siehst dann hier oben den VidIQ-Score. Ich habe jetzt hier in diesem Video aktuell 24,9 von 100 Punkten. Und könnte jetzt dahingehend einfach noch hergehen, meine Textbeschreibung etc. optimieren, um einfach hier dann auch noch einen besseren Score zu erzielen. Bei der Checkliste ist es so, ich habe 6 von 9 Punkten erfüllt. Du siehst hier, was du tun solltest, ja, und hast dann quasi eine Art Checkliste. Das heißt, eine Card hinterlegen, Endscreen, hier zu einer Playlist hinzufügen, veröffentlichen, auf Twitter sharen, shared on Facebook etc. Ja? Und auch hier hast du dann noch bei Actionable hast du dann auch hier noch einen Überblick, wie oft zum Beispiel das Keyword im Titel ist, das Keyword in der Description und dahinter siehst du auch immer die optimale Anzahl, ja, und kannst auch dahingehend das Ganze noch optimieren. Und so hast du eben ein tolles Tool, was, ich sag mal, für den Anfang in der kostenlosen Version super ausreicht. Und wenn du noch deutlich mehr Analysefunktionen haben willst, kannst du dann jederzeit auch auf das nächsthöhere Paket dann dementsprechend upgraden. Was noch dazu ist, ist noch so eine Kleinigkeit. Du hast auch hier die Möglichkeit, dann ein benutzerdefiniertes Thumbnail drüber zu generieren. So brauchst du kein extra Programm, wo du das Ganze machst. Das ist aber jedem selbst überlassen, wer das dann halt dann eben machen möchte. Okay, ich hoffe, ich konnte dir einen kurzen Einblick geben und das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Gib einen Daumen hoch. Ja, hinterlass gerne einen Kommentar mit Anregungen und deine Meinung zu deinem Tool oder wenn du auch noch andere Tools kennst, poste die doch einfach in die Beschreibung. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, schönen Tag und ja, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.